Und weiter geht es mit dem Kolorieren. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute kümmern wir uns um die Buntstifte und Pastellkreidestifte. Wir haben für die Buntstifte habe ich dieses Verblendungsmittel. Wir haben die Papierwischer hier. Und ich würde sagen, ich fange trotzdem erstmal mit den Pastellkreidestiften an. Da gab es ja schon mal ein Video zu, aber ja, was soll's. Ich gucke jetzt erstmal, welche braunen Töne ich da habe und das kennt ihr ja schon. Ich glaube, das habt ihr schon mal bei mir gesehen. Das habt ihr schon gesehen, wie ich das mache. Und ich gucke mal. Und das sind die von Stabilo. Und ich gucke mal eben. Ziemlich dunkel. Das ist ziemlich schwarz. Also fürs Gesicht würde ich ja sowieso erstmal das nehmen. Und vielleicht den Ton, den finde ich auch ganz schön. Aber den mit dazu vielleicht. Und da kümmern wir uns dann ums Fell. Gucke ich mal. Auch ziemlich dunkel. Oh, das geht auch. So, und glaub, damit kommen wir gut aus. Und fürs Fell, die und dann habe ich hier extra ein, sag mal schnell, da, für Hautfarbe. Gut. Dann wie gehabt, ich gehe erstmal mit der Farbe hier so rein, da wo ich die Farbe hin haben möchte, und dann ziehe ich gleich mit dem Papierwischer die Farbe wieder raus in die Mitte, sodass ich einen schönen Farbverlauf habe. Also ich finde diese Variante mit dem Pastellkreidestifte schön einfach, lässt sich leicht verblenden, sieht irgendwie immer gut aus. Mir gefällt das immer sehr. Also die habe ich wirklich sehr lieb gewonnen. Und schon habe ich so einen tollen Verlauf, als wenn ich jetzt 5 oder 6 Farben von Copix genommen habe, aber nicht so hell, ne? Also mir gefällt es schon sehr. Das lasse ich auch schon so. Ich kann ja immer noch in die Gesichtsfarben nachher reingehen. Und jetzt würde ich erstmal da, wo es dunkel sein soll, schon mal ein bisschen Farbe reinbringen, aber das ist mir zu gelblich. Ich nehme dann doch lieber den Ton hier. Oder doch den. Entscheiden Sie sich, ne? So, nehme ich den. Puste ich meistens weg. Weil ich die ja eigentlich nicht brauche. So. Was bei den Pastellkreidestiften für mich persönlich immer wichtig ist, dass sie gut angespitzt sind, was der jetzt hier gerade nicht so ist. Damit ich gut die Farbe da genau Millimeter genau da verteilen kann, wo ich sie gerne hätte. Und da haben wir noch einen Schatten. So. Und da kann es auch gut bleiben. So. Und jetzt gehe ich schon bei und verteile schon mal die Farbe ein bisschen. Sieht so schön aus. Das gefällt mir richtig gut. Kräftiger werden ist überhaupt kein Thema. Das kriegen wir auch noch hin, wenn man das möchte. Normal hätte ich jetzt hier unter auch noch ein bisschen dunkler gemacht. Jetzt ein bisschen zumindest. Sehr schön, gefällt mir schon richtig, richtig doll gut. Gut.
hier nochmal ein bisschen ausbessern. Das ist ja das Gute, das Papier geht nicht kaputt, nur weil man fünfmal mehr drüber geht, sondern man verwischt dadurch natürlich auch noch ein bisschen die harten Linien. Und das ist ja alles noch nicht fest, sondern das wird ja erst festgemacht mit dem Sprühen von dem Mittel da drauf. Habe ich, glaube ich, neues im Video gerade gezeigt. So. Wem das jetzt zu wenig Farbe drin ist, der kann jetzt noch richtig nachkolorieren, ne, so wie er das möchte. Mir persönlich gefällt das aber gut so. Und ich guck mal. Ja. Den spitze ich jetzt an, weil ich damit den Ast machen möchte. Nicht gut angespitzt. Ja, da muss ich auch sagen, ist es wichtig bei den Pastellkreisestiften, auch beim Buntstiften, dass man wirklich einen guten Anspitzer hat. Und der hier ist jetzt so richtig, richtig doof. Ich guck mal. Ach, der ist auch voll. Ob ich den vielleicht noch mal schöner bespitzt bekomme. Ja, jetzt gefällt er mir ein bisschen besser. So, und da. So. Vorgearbeitet habe ich das jetzt und jetzt gucke ich noch mal, welchen Papierbecher ich dafür verwenden kann. Quietscht ein bisschen, ne? Bisschen mehr. Uah. Abgerutscht. Der ist auch ein bisschen härter. Also die Papierwäscher sind auch sehr unterschiedlich. Vielleicht geht der besser. Der quietscht vielleicht nicht so viel. Der ist ein bisschen weicher. Lässt sich auch gut verteilen. Haben wir den nicht mehr. So. Ja, dann muss ich hier hinten aber auch noch ein bisschen ausbessern, sonst fällt das zu dann auf. Gefällt mir richtig gut und die Nase mache ich jetzt auch in dem Ton. Das gefällt mir richtig gut. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. So, und jetzt gucken wir das Ganze uns mal an mit den Buntstiften. Da habe ich die Prismacolor, genau, oder Faber-Castell. Ja, die Polychromos von Faber-Castell. Da habe ich auch einen kleinen Schwung von. Jetzt gucke ich mir mal wieder die Farbe aus, welche ich gerne hätte. Und dann verblenden wir das auch einfach nur mit diesem Mittel und dann ist es auch halt geschafft. Auch kein Hexenwerk. Nee, Gold auf keinen Fall. So, jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Die habe ich schon ganz lange nicht verwendet. Wärmer, dann kann die schon mal wieder zurück. Ist so ein rötlicher Ton, ne? Gucken wir mal den hier. Ja, den finde ich schon richtig gut.
sind da noch welche. Das sieht so wenig aus. Ja, der geht auch. Das sind jetzt die drei. So, den packe ich wieder weg. Das geht eher in den gelblichen Ton rein, aber der sieht auch noch ganz gut aus. Ja, würde ich sagen, starten wir damit. Brauchen nur einen zum Verwischen. Und dann fangen wir ja wieder mit dem Gesicht an. Da muss ich noch was Helleres haben. Ja, nehmen wir das. Und bei den Buntstiften habe ich mir angewöhnt, kreisende Bewegungen zu machen. Warum auch immer. Weil das Verblendungsmittel, das sorgt ja dafür, dass ich es gut verblenden kann, dass da auch nichts ja, so krass zu sehen ist. Die Übergänge. So. Guck mal. Wir probieren mal den hier aus. Ist überhaupt Flüssigkeit drin? Gucken wir mal. Naja, so doll ist es nicht. Flüssigkeit ist wahrscheinlich alles unten. Jo, da. Da habe ich jetzt Flüssigkeit. Dann stelle ich mir das nochmal auf den Kopf. Und da brauche ich jetzt noch einen anderen Ton dazu. Und verblende das noch mal weiter. So. Jo, das war das Gesicht. Und dann, ich guck mal, die Farbe ist schon oben angekommen. Ja. Jetzt ist es schon oben angekommen. Und ich guck mal. Gut, ist farblos, das heißt, ich kann jetzt mit dem Stift weiter die anderen Farben auch noch dann reinziehen, rausziehen, wie auch immer. Ich nehme mal das hellere. Da muss ich auch anspitzen und dafür habe ich dann, für Buntstifte habe ich diesen Anspitzer. Gut. Oh, nicht gut. Runterfallen darf man die Stifte nicht. Und beim Transport ist es auch immer so eine Sache, muss man halt auch aufpassen. Wenn man online kauft, man weiß nicht, wie sie die Pakete dann hier schmeißen. So. Und wie gesagt, das gleiche Spiel wie bei den anderen Stiften auch. Da, wo ich Farben haben möchte, da trage ich sie jetzt erstmal auf. Okay. Und dann gucke ich, dass ich wieder mit... Ich glaube, da ist noch genug... Blenderflüssigkeit drauf. Die habe ich auch bei Amazon gekauft. Aber es ist schon ein bisschen her. Ein paar Jahre. So, und jetzt hier. Da sieht man auch keine Übergänge. Das ist wirklich ein Vorteil von Buntstiften. Und wenn man mal überlegt, auch wenn es Faber-Castell oder Prismacolor sind ja auch Marken,
Aber Copics sind halt Copics, ne? Also die sind schon das Nonplusultra. Aber man muss damit auch umgehen können. Und ich finde, das ist eine schöne Alternative. Und ich mag das auch, wenn die, so wie die Sandy Einock, die das zeigt, oder auch Christina Werner Design, wenn die mit Watercolor arbeitet, anstatt mit den Copics. Da kann man auch viel lernen. Und auch was nachmachen, wenn man das so möchte. So. Jetzt ist das ein bisschen gelblich, der Ton. Und jetzt kommt noch mal ein bisschen bräunlichere Farbe mit rein. Jetzt gucke ich, dass ich das noch mal ein bisschen reinziehe von der Farbe her. So. Das ist schon wieder unten. So. Das riecht total schön nach Orange. Und jetzt kann ich das einfach ganz entspannt so verwischen. Und das sieht dann so aus, als wenn das so gewollt ist. Super. Und dann machen wir jetzt noch den Ast. Ja, das ist der Nachteil bei Buntstiften, wenn man das dann so hat. Ich krieg's nicht weg, glaube ich. Oder? Krieg ich es vielleicht mit dem Blendermittel und einem sauberen weg? Leicht. So, bei der sieht schon ganz schön gerupft aus, aber da gibt es ja dieses Teil, was ja dazu geliefert wird, und dann kann man das dann sauber machen und anspitzen. Und dann kann man dann nochmal nachverhandeln sozusagen. Was so gequetscht hat. So. Und dann würde ich sagen, ist das auch schon fertig. So. Und jetzt haben wir die Variante Buntstifte und Pastellkreidestifte auch fertig. Und ich denke, damit haben wir ganz viele Möglichkeiten gesehen, gefunden. Ich habe es gezeigt und würde sagen, viel Spaß beim Kolorieren. Probiert euch aus, was euch am besten gefällt, was euch liegt, wo ihr Muße dran habt und Spaß dran habt. Und ja, es gibt, wie gesagt, viele, viele Möglichkeiten, und das waren jetzt noch nicht mal alle. Na, ich hatte ja bei den Aquarellsachen noch aufgezählt, was man da noch alles machen kann. Dann gibt es auch noch diese No-Line, also ohne Linien, dass man das kolorieren kann. Aber das mag ich nicht. Ich finde das nicht so nett.
Deswegen habe ich es nie ausprobiert. Und doch, ich habe es einmal ausprobiert, aber ich fand es, ich mag es auch so nicht, wenn ich das von den Profis sehe. Ohne Linie. Ich mag das, dass der Stempelabdruck das Schwarze zu sehen ist. Und von daher sage ich vielen Dank für alle, die das mitgemacht haben, die dabei geblieben sind, die sich das angeschaut haben. Und vielleicht könnt ihr euch was beim Kolorieren mitnehmen. Und wenn es eben halt nur ein Blendungsmittel ist oder ein Tipp in der Handhabung oder Aufbewahrung oder was auch immer. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Kreativsein und bis zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, tschüss.